Tja, kaum hat das Jahr 2022 begonnen, ist es auch schon wieder vorbei. Doch bevor es endgültig zu Ende ist, werde ich nun in diesem Video erklären, welche meine 5 Lieblings-Videospiele des Jahres 2022 sind. Ich wünsche viel Spaß damit. Wie immer handelt es sich dabei natürlich nur um meine persönliche Meinung. Platz Nummer 5, Lego Star Wars, The Skywalker Saga. Wie der eine oder andere vielleicht weiß, habe ich ja früher sehr gerne mit Lego gebaut und selbst heute habe ich noch ein paar Modelle bei mir in der Vitrine rumstehen. Ja, es mag zwar sein, dass ich hier auf Modellbau umgestiegen bin, aber das bedeutet nicht, dass ich etwas gegen Lego habe. Ich mag Lego immer noch, so ist es nicht, aber die Qualität hat deutlich nachgelassen, das kann man nicht bestreiten. Aber zum Glück ist das für Videospiele total egal. Ich habe ja früher auch so gern die Lego Star Wars Spiele gespielt, ebenso wie die von Indiana Jones und von Batman. Lego Batman habe ich auch gerne gespielt. Und ich bin hocherfreut, dass es wirklich in Lego Star Wars, die Skywalker Saga, jetzt so eine schöne, offene Welt gibt, die man frei bereisen kann. In den vorigen Lego-Spielen warst du ja eigentlich immer in schlauchartigen Leveln gewesen, wo du Rätsel lösen musstest, aber hier hast du direkt eine offene Welt, du kannst selber entscheiden, was du zu tun und zu lassen hast, du kannst deinen eigenen Weg gehen, du kannst Rätsel lösen, wie du lustig bist, du kannst Sachen zusammenbauen, wie du lustig bist. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Aber ich merke hier und da an gewissen Stellen, dass ich doch etwas alt für manche Sachen bin, aber egal, ich habe mich trotzdem sehr an diesem Spiel dieses Jahr freut und ich kann es wirklich nur jedem Star Wars Fan sehr ans Herz legen. Es ist vorbei, Anakin. Ich stehe deutlich über dir. Du warst der Auserwählte. Ich hasse euch. Platz Nummer 4 belegte Callisto Protocol. Man merkt wirklich an den Ecken und Kanten, dass es von denselben Machern gemacht worden ist, die auch damals schon den ersten Dead Space Teil gemacht haben. Welcher auch der beste von der Trilogie ist. Atmosphärisch, unglaubliches Spiel, ich kann euch nur Vams weiterempfehlen. So wie ich es gespielt habe, schön mit Kopfhörern, schön im dunklen Zimmer. Das Nahkampfsystem ist natürlich etwas hakelig, aber wenn man sich erst einmal ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, dann macht's Laune. Und ja, es ist knackenschwer, aber Leute, selbst ich habe es geschafft, auf den Schwierigkeitsgrad schwer durchzuspielen. Von dem her, es ist machbar. Mein kleiner Tipp, nicht irgendwie dein Geld und deine Upgrades in alle Waffen zu investieren, sondern investiert alles nur in die Knarre, dann habt ihr keine Probleme damit, mit den ganzen Monstern fertig zu werden. Ich weiß, es gibt manche Spieler, die jetzt sagen, ey, ich muss meine Ausrüstung gleichermaßen hochleveln. Nein, braucht ihr nicht, wirklich. Einfach komplettes Geld gleich in die Knarre am Anfang investieren und dann habt ihr keine Probleme mehr. Keine Monster gibt es mehr, die euch dann noch groß aufhalten können. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ein paar Monster zu heftig sind, ergreift einfach die Flucht. Habe ich auch so gemacht. Ich bin einigen Kämpfen komplett aus dem Weg gegangen, bin vor den Monstern weggelaufen, hab Munition gespart, hab Leben gespart, hab mir den ganzen Stress komplett erspart. Eine Sache, wo ich auf jeden Fall Punkte abziehen muss, ist auf jeden Fall das Ende. Statt sich für ein abgeschlossenes Ende zu entscheiden, hat man sich leider für den Marvel-Weg entschieden. Hey, wir lassen das Ende offen und guck mal, die und die Person haben alle überlebt und hey, er ist doch gar nicht tot. Da muss noch etwas kommen. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber an sich solides Spiel. Ich weiß noch, als ich klein war, ich habe stundenlang Modellpanzer bemalt. Flugzeuge und Soldaten. Diese Zeit fehlt mir manchmal. Ja, das war alles einfacher. Platz Nummer 3 belegt Sniper Elite 5. Ich hätte persönlich nie damit gerechnet, dass Sniper Elite so geil sein kann, dass es einer meiner 5 Lieblingsvideospiele des Jahres sein könnte. Aber sie haben es geschafft mit dem 5. Sniper Elite Teil. Ich habe wirklich sehr viele Spielstunden in das Spiel investiert. Es ist halt wirklich eine gute Alternative für alle, die die Metal Gear Solid Reihe vermissen. Natürlich, es ist jetzt nicht tiefgründig, was die Story von Metal Gear Solid angeht. Und die Nebencharaktere könnten mir nicht egaler sein. Wirklich, die Nebencharaktere haben keinerlei Ausstrahlung oder sind ansatzweise interessant. Aber das Schleichsystem, wie man mit einer Mission umgeht, ob man sich jetzt lauthals ins Getümmel stürzt, ob man die Leute aus der Entfernung wegsnipt, ob man ranschleicht, Fallen legt, um dort die Gegner auszuschalten, das ist allen vollkommen selbst überlassen, das ist mega geil. Aber am meisten habe ich natürlich den Invasion-Mode gefeiert, darin habe ich wirklich sehr viele Spielstunden investiert. Ich habe 150 Kills erzielen können als feindlicher Invasion und 150 Kills als passiver. Ich hole ein bisschen weiter aus. Der Invasion-Modus. Man kann
als feindlicher deutscher Soldat in die Spielewelt eines anderen Spielers eindringen, der gerade die Hauptstory spielt und den richtig schön abfacken. Natürlich ist es ein großer Vorteil, wenn man die Map bereits selber gespielt hat und weiß, wo die einzelnen Ziele sind, weil dann fällt es einem, um Welten leichter herauszufinden, wo sich der feindliche Scharfschütze nämlich aufhält. Am besten ist es natürlich, sein Umfeld genauestens zu beobachten, um dann herauszufinden, wo er sich befinden könnte. Wo ist eine Explosion? Wo hat er was in die Luft gejagt? Wo liegen überall Leichen rum? Und dann folgt man dieser Spur und schaltet ihn natürlich hinterrücks aus dem Hinterteil aus. Oder aber man geht gleich zum finalen Ziel, was er erledigen soll, und legt dort ein paar Fallen und der Rest, meine lieben Kinder, ist Geschichte. Das Ganze geht natürlich auch umgekehrt. Man kann natürlich aber auch, während man die Hauptstory spielt, von einem feindlichen Invasion eines andere Mitspieler ist also heimgesucht werden und muss natürlich so schnell wie es nur geht diese Person ausschalten. Aber das ist natürlich auch kein Problem, wenn man erstmal den Dreh raus hat, wie es am effektivsten funktioniert, dann hat man natürlich weniger Angst und dann geht man völlig gelassen in so ein Match rein und man ist total tiefenentspannt und man freut sich dann einfach wie ein Schneekönig, wenn man dann den anderen Spieler richtig schön abgefuckt hat. Insgesamt habe ich 150 Spieler als Invasion getötet und 150 Invasoren konnte ich ebenfalls töten. Macht also insgesamt eine Zahl von 300 Spielern, die ich also in Sniper Elite umgenietet habe. Und ich bin sehr stolz darauf. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Von dem her ein verdienter dritter Platz. Als Elden Ring rauskam, da war ich gerade in Quarantäne. Ich hatte Corona und hatte nicht viel zu tun gehabt und dann gab es auch noch den Krieg in der Ukraine, der ausgebrochen ist. Von dem her hat mir Elden Ring sehr dabei geholfen, mein Umfeld auszuschalten, mich in eine völlig andere Welt zu vertiefen und das hat es vollkommen gut geschafft. Ich konnte in dieser Welt eintauchen, ich konnte mich darin verlieren, ich habe viele Spielstunden darin verbracht. Kaum bin ich am Frühmorgen aufgestanden, habe die Konsole angeschmissen, war es auch schon wieder dunkel. Und das haben wirklich sehr wenige Spiele geschafft. Ich bin wirklich begeistert und ich bin ja sowieso großer Fan der Dark Souls-Reihe, von Demon's Souls, von Bloodborne. Das sind alle Spiele, die haben mir wunderbar gefallen. Und Elden Ring gehört jetzt auch zu meinen Favoriten. Natürlich, man könnte jetzt eine Sache, die es aber nicht so gut hinbekommen hat, ist halt die Hauptstory, die hätte mir nicht egaler sein können. Die Spielwelt an sich war richtig geil und auch die Kämpfe, das ist alles richtig Bock gemacht und sah knackenscharf aus. Aber die Story, die war mir total egal, auch die ganzen Nebencharaktere. Ich meine, klar, man kann hier und da sich informieren. Es gibt ja ganze Wikipedia-Seiten von den ganzen Charakteren, von der ganzen Lore, wo man sich stundenlang lesen kann. Aber ich sag's mal so, wenn ich gleichzeitig beim Zocken den Wikipedia-Eintrag aufgeschlagen haben muss, um mich über eine Figur zu informieren, dann hat jemand halt einfach beim Grundkurs-Storytelling gepennt. Aber das soll jetzt nichts Negatives sein, einfach nur so eine kleine Kritik. Daran könnte man ja in Zukunft dran arbeiten. Aber an sich, mega geiles Spiel und auch die Kämpfe und die Waffen, alles in einem. Es ist knackenscharf, es ist teilweise auch unfair, muss man dazu sagen. Aber das bin ich ja gewohnt von der Souls-Reihe. Von dem her, ein verdienter Platz Nummer 2. Hey, wo willst du hin? Ich will zum Duke. Platz Nummer 1 belegt Elex 2. Elex 1 hat es damals schon 2017 zusammen mit Nier Automata auf meinen persönlichen Platz 1 der besten Spiele des Jahres geschafft. Dieses Mal hat Elex 2 aber die komplette Konkurrenz abgehängt und ist alleine auf meinem Platz Nummer 1 gelandet. Ja, damals, als Elex 1 rauskam, hatte es die gleiche Story wie Nier Automata gehabt, nur es wurde halt anders verpackt. Die Optik war halt eine andere, auch das Spielgeschehen, aber an sich, die Story und Charaktere, das war eigentlich alles dasselbe gewesen. Hey, Süße! Einen Moment, das haben wir gleich. Hast du ein Problem? Geh weiter! Ich wollte doch nur... Du fängst dir gleich eine. Geh ja schon. Besser ist es. So, komm weiter. Kein Bock drauf, mit den Arschlöchern hier rumzureden. Elex 2 ist auf jeden Fall besser als sein Vorgänger. Und beim Zocken von Elex 2 hatte ich wieder Bock auf den ersten Teil gehabt.
Und ey, das zeichnet doch ein Videospiel aus, dass du halt auch wieder Bock hast, auch den Vorgänger zu zocken, dass der halt auch nicht in Vergessenheit geraten ist. Schön an Elex 2 gefällt mir auch, dass du halt nicht wie in häufigen Open-World-Spielen, dass du eine Karte hast mit 500 verschiedenen Icons, wo du einfach mal keinen Bock hast, die komplette Map abzulaufen und alles abzugrasen. Sondern hier ist einfach so, du markierst selber deine Punkte auf der Karte und guckst halt nach, wo es dich halt hin verschlägt, was gefällt dir aus der Entfernung, was auf der Karte sieht nach einer interessanten Location aus, die man besuchen könnte. Auch die Charaktere, die haben es wieder in sich und auch die Memes, da sind jetzt auch so viele Memes wieder und es wird kein Blatt vor den Mund genommen, immer schön Haut drauf und willst ein paar aufs Maul, das ist richtig schön geschrieben. Du Penner hast es einfach nicht drauf. Das ist die Wahrheit. Reiß die Fresse nicht so weit auf, Freundchen. Ich hab keine Ahnung, was du hier bei uns zu suchen hast. Klar ist nur, dass ich dir einen auf die Fresse gebe. Ich glaube, ich poliere dir jetzt einfach mal die Fresse. Gratis! Ich hab manchmal das Gefühl, in den heutigen Videospielen, die Entwickler, die trauen sich nichts. Wenn man jetzt hier und da Beleidigungen mit einfügt, dann könnten sich Leute angesprochen oder beleidigt fühlen und werfen das Pad in die Ecke und haben keinen Bock mehr drauf. Aber hier, die scheuen sich halt von nichts. Das ist wie mit Uwe Boll mit seinen Filmen. Denen ist halt auch alles einfach scheißegal. Der macht einfach das, worauf er halt Bock hat. Und ich finde, das ist einfach eine richtig gute Herangehensweise. Einfach zu sagen, ey, hier, ich möchte was erzählen, ich möchte euch was zeigen und ich möchte nicht irgendwelche Quoten erfüllen. Der Typ, der hier wohnt, hat meine Alte angebaggert und, naja, ich hatte halt Druck auf der Blase. Also hast du versucht, ihm durchs Fenster zu pissen. Ich kann dieses Spiel wirklich nur jedem ans Herz legen, die große Fans von Gothic 1 und 2 sind, von der Risen-Reihe. Das sind auch Spiele, mit denen ich halt auch mit groß geworden bin und die sind halt auch mega geil. Und man merkt halt wirklich, dass es den Leuten auch gefällt, sowas zu entwickeln. Und die sind einfach mit Herz und Seele mit dabei und davon können sich halt einige Programmierer wirklich noch eine Scheibe von abschneiden. Falls ein dritter Teil rauskommen sollte, würde es mich freuen. Aber ganz ehrlich, für mich reicht's auch ehrlich gesagt. Wenn man jetzt sagen würde, ey, in 5 Jahren kommt der dritte Teil raus, bin ich vollstens zufrieden damit. Weil aktuell bietet das Spiel so viele Sachen, so viele Möglichkeiten, sich zu entscheiden, so viele Wege, die du einschlagen kannst. Du kannst dein Schicksal auf so viele Art und Weisen beeinflussen. Das ist einfach mega genial. Wir sind hier nicht mit euch eingesperrt, sondern ihr mit uns. Das waren meine 5 Lieblingsvideospiele aus dem Jahre 2022. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao.